Teatime, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski und Golfprofi Florian Fritsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Teatime, euer Lieblings-Golf-Podcast. Heute, muss ich dazu sagen, bin ich richtig, glaube ich, safe, weil heute betreten wir eine Area, in der ich mich, würde ich jetzt mal behaupten, ein bisschen besser auskenne als Dr. Professor Florian Fritsch. Wir reden zwar auch über Golf, da bin ich hundertprozentig überzeugt, aber wir reden vor allen Dingen über Musik. Und das freut mich sehr. Das freut mich unglaublich. denn Flo hat, ich glaube, vor zwei oder drei Folgen hast du plötzlich einen Song mitgebracht. Den hast du auf unsere Players-Playlist auf Spotify draufgeschmissen. Und hast damals schon gesagt, du hättest gerne ihn, diesen Künstler, als Gast bei uns im Podcast. Und was soll man mehr sagen, wenn Flo sich was wünscht, gegen Wünsche in Erfüllung. Und du hast einfach kurz mit ihm kommuniziert, ich glaube per Instagram oder so. Ja. Und zack, Flo, dein Traumgast ist endlich zu Gast in Teatime. Ich freue mich. Kannst du ihn selber vorstellen. Ich bin völlig unschuldig, ich habe nichts gemacht. Ja, hallo Jens, grüß dich und natürlich auch vielen herzlichen Dank hier an Max, der Künstler von diesem Lied, das mich echt ein bisschen geflasht hat damals, dass der hier mit dabei ist. Wie kam es dazu? Ich bin irgendwann mal in mein Auto eingestiegen und dann hat Spotify irgendwie dieses Lied ausgespuckt. Also es ging dann los und dann war auch dieses Bild von diesem Blondschopf, der im Durchschwung mit dem Driver dasteht und ich dann so... Wie kommt A Spotify jetzt drauf, dass ich was mit Golf zu tun habe? Und warum ging dieses Lied jetzt einfach los? Aber ich habe es einfach mal laufen lassen und ich fand es einfach so mega geil, dass ich das an dem Tag, glaube ich, tot gehört habe. Wir können ja zum Start, falls jemand diesen Song jetzt noch nicht gehört hat. Ich glaube, wenn der Künstler zu Gast ist, darf man mehr als 7 Sekunden spielen. Da darf Spotify jetzt gar nicht meckern. Ich wäre einfach mal so frei. Dann können wir uns alle ein bisschen... so ein bisschen eingrooven dazu. Mama, Papa, ich will mein Taschengeld jetzt schon haben. Der Porsche finanziert sich nicht von selbst. Oh, 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 oh. Meine Mama und mein Papa, die sind reich, Bitch. Und das Taschengeld, was ich krieg, ist tight, Bitch. Denn, Digga, ich spiel Golf, ja, das ist meine Sportart. Alle spielen Fußball, doch ich chille auf dem Golfplatz. Ride mit meinem Golfcar, drüber deine Bus, ja. Baller mit meinem Holz in dein Dorf, ich geb Vollgas. Digga, bin ein Rockstar, mache jedes Loch klar. Spiele nach der Etikette, acht auf deine Wortwahl. Ich bin stolz, ja, so stolz, ja. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich bleib ein Golfer. Also That's mit right. Der heutigen Folge, glaube ich, ist immer so richtig, also richtig begeistert. Jetzt sind wir ready und jetzt hat jeder Bock, Golf zu spielen, glaube ich. Herzlich willkommen, Max, der Mann, der hinter diesem Song steckt. Yes. Dein Künstlername ist Max Lyon oder Max Leon? Max Lyon, genau. Max richtig. Lyon, okay. Ja. Dass wir das gleich richtig allen sagen. Herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Super, super. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hab mich mega gefreut. Auch nochmal herzlich willkommen an die Golf-Community. tatsächlich ist es nämlich auch so, ich habe immer zum Flo hochgeschaut, lange Zeit früher, als ich ein kleiner Dopsch war, war der Flo ja in allen Schlagzeilen und deswegen habe ich mich doppelt gefreut. Ne? Natürlich auch auf dich, Jens, klar, logisch. Alles okay, alles gut. Aber du bist tatsächlich ein Golfer, also du hast auch ein sensationell gutes Handicap, spielst auch sehr hochklassig, wenn ich das richtig recherchiert habe. Vielleicht kannst du erstmal kurz so deine Golf-Vita allen erzählen oder uns? Ja, gerne, gerne. Also tatsächlich spiele ich jetzt, ich habe eben gerade mit einem Kumpel drüber gesprochen, spiele ich jetzt seit 20 Jahren Golf, ne? Ist schon lange Zeit. Und ja, ich habe früh angefangen, mit 8 Jahren wurde ich mitgenommen, damals mit meiner Nachbarin, die Frau Markus, war Jugendwartin beim Golfclub Main-Taunus. Ne? Mhm. Und am Anfang noch in den Büschen rumgelaufen und irgendwie die Stöcke gesammelt, bis man dann selber den Stock in die Hand genommen hat und auch gespielt hat. Geil. Ja, nee, und genau, also ging dann relativ schnell. Ich habe davor auch Tennis gespielt, das heißt, es ging dann auch relativ schnell ganz gut. Und mein Vater hat immer gefragt, was macht der Junge auf dem Golfplatz? Ne? Das ist also Golf halt noch was ganz Neues. Der spielt niemals Golf, bis er dann selber mal dabei war und gemerkt hat, wie spannend das ist, wie cool diese Sportart ist. Und genau, und dann kam ich relativ schnell in die Stützpunktförderung, in den Hessenkader und dann wurde das immer mehr, bis ich am Ende nur noch Golf gespielt habe. Ne? Und ja, dann wollte ich tatsächlich auch mal so wie der Flo mal ein Profi werden und das auch mal professionell betreiben. Aber leider gab es auch andere Themen, die dann immer interessanter wurden. Ihr kennt es ja selbst, wenn man älter wird. Ne? Und genau.
Nee, so, älter werden kenne ich nicht. Ich habe mein optimales Alter erreicht und bleib dort. Perfekt, so muss es sein. Nee, also Geil. Das war genau, jetzt eine ganz schnell, ganz kurze Zusammenfassung. Ich habe tatsächlich echt also Leistungssport mit Golf betrieben. Ne? So, ja. Und mache es auch immer noch, also im Golfclub Main-Taunus. Bester Club. Und da hast du auch das Video gedreht, ne, zu dem Song. Richtig, genau. Wie haben denn die Leute dort vor Ort reagiert? Zum einen natürlich die Geschäftsführung, ich schätze mal, das sind die ersten, die du angegangen bist, so, hey, ich habe mal vor, mit ein paar Mädels auf den Platz zu gehen. Und dann ein geht paar da auf- Mädels? Hallo, die haben ja fast alle nichts an. Also ja, klar, da musste ja wohl der ganze Club für eine Woche hermetisch abgeriegelt werden, dass da keiner Ü60 einen Herzinfarkt kriegt. Gehen wir mal chronologisch vor. Wie hat die Geschäftsführung reagiert? Genau, also an der Stelle muss ich mich auch nochmal bedanken bei allen Verantwortlichen auch im Club. Das war nämlich tatsächlich von Anfang an die Jungs und Mädels da oben, die kennen mich auch schon, seitdem ich ein kleiner Dopsch bin. Das heißt, tatsächlich ging das relativ entspannt. Ich so, ajo, komm, gehst du auf die 7, gehst du auf die 7, gehst du auf die 6, wir machen dir die Bahn frei, kein Problem. Also das war echt, das war so cool, sowohl hier vom Geschäftsführer bis zum Greenkeeper, die uns dann über den Platz gefahren haben auch und uns da unterstützt haben. Das war geil. Das hat und wie Spaß lange gemacht. Hat das Ganze gedauert, da auf dem Golfplatz? Wir haben das an einem Tag gedreht auf dem Golfplatz. Krass. Ja, also es sieht richtig cool aus. Also wer es noch nicht gesehen hat, geht mal bei YouTube ein, Max Lyon und Golf. Aber erstmal muss man ja auch diesen Text, diesen Rap, diese Zeilen irgendwie da niederschreiben. Und eigentlich betritt man ja jetzt, ich sage jetzt mal, mit der Rap-Musik nicht unbedingt. Also ich hab mitgekriegt, Bowser hat ja auch versucht, auf einem Golfplatz ein Video zu drehen zu Was du Liebe nennst, glaube ich. Hat er auch gemacht, ohne dass der Geschäftsführer da irgendwie mit einverstanden war. Er hat lebenslanges Platzverbot. Oh. Er hat ursprünglich auch mit einem Tiger oder mit einem Löwen sogar das Video noch schöner machen wollen. Also er wollte diese Tiere mit auf den Platz nehmen, hat es dann aber nur geschafft, mit 2-3 Karts 2-3 Grüns zu zerstören und auch halbnackte Frauen da mit reinzunehmen und ein bisschen Champagner zu spritzen. Okay, also der hat das Klischee, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, benutzt, aber gleichzeitig auch beschmutzt. Mhm. Ich finde, wenn man dein Video anguckt und auch weiß, dass du selber Golf spielst, hast du uns Golfer endlich mal in die richtige Höhe getrieben, weil so macht das ja Spaß, so macht das ja Bock, aber genau. So einfach ist das bestimmt nicht. Wie hast du denn den Text zusammengewürfelt oder wie bist du darauf gekommen, okay, jetzt schreibe ich mal einen Song über Golf, über meine Lieblingssportart? Ja, echt, also genau, der Golfsport liegt mir natürlich ganz doll am Herzen, ne? Also ich liebe den Sport wie wir alle und genau, ich war damals im Sport-LK, jetzt hole ich mal ein bisschen weiter aus, aber damals noch in der Schule war ich im Sport-LK und ich war natürlich der einzigste Golfer unter allen Fußballern, unter den Basketballern, unter den Handballern und die Jungs haben gesagt, Alter, was macht der hier? Das ist doch gar kein Sportler. Ne? Ja, so. Rentnersport. Ja, ich meine auch, also wenn ich die Jungs, wenn ich mit denen gezockt habe auf dem Fußballplatz, zu Recht, ne? Also ich bin da oft halt hinterhergekommen. Aber nichtsdestotrotz hat dann unser Sportlehrer gesagt, und hier an der Stelle auch nochmal hier schöne Grüße, komm, Max, mach doch mal so ein Golfcamp. Nimm die Jungs mal mit. Ne? Das heißt, die versammelte Mannschaft, alle ersten Mal hier, was soll denn der Scheiß? Also mitgelaufen und was am Ende rauskam, die waren alle total begeistert. Ne? Mhm. Das waren auch teilweise richtig gute Spieler. Das kam auch noch hinzu, vor allem die Fußballer, die waren richtig begabt. Und da habe ich halt schon irgendwie gemerkt, ey, irgendwas läuft da schon so ein bisschen falsch, dass so Jungs erstmal mit dieser Einstellung halt überhaupt nicht das Ding auf dem Schirm haben und gleichzeitig aber auch, also viele von den Jungs spielen jetzt tatsächlich auch Golf, machen, die haben die Platzreife gemacht und so, Talente auch verloren gehen. Ne, das muss man halt auch einfach sagen. Und parallel habe ich immer die Erfahrung gemacht, ich war auch beruflich in Amerika unterwegs und in England da, oder in Dänemark dann durch Turniere. Das ist halt einfach auch eine andere Sportart so. Ne, das ist teilweise gehen die Jungs da mit der Jeans auf den Platz und wie Fußball sozusagen, Volkssport, ne? Genau, und da habe ich gemerkt, ey, da ist noch ganz viel unausgeschöpftes Potenzial bei uns in Deutschland. Und so kam ich eigentlich auch zu diesem Song. Das war so ein bisschen, um das Ganze mal ein bisschen aufzulockern. So, ne? Und das auch zu attraktiver zu machen für viele, die jetzt einfach sagen, ey, was ist eigentlich Golf so? Ne? Ja. Weißt du, ganz ehrlich, weißt du, was mein erster Gedanke war bei diesem Lied? Ich meine, diesen ganzen Flow, und das hat mich ja voll erwischt, muss ich ja ehrlich sagen, da bin ich ein Vollfan von diesem Lied. Aber das, was ich so ein bisschen strange finde, vielleicht kannst du mir da echt helfen. Auf der einen Seite
es ist natürlich ein Rahmen durch diesen Rap und einfach durch dieses Video, das die Klischees sprengt, aber gleichzeitig bedienst du sie vollumfänglich. Ja, ja, genau. Wie funktioniert das? Ja, also um ehrlich zu sein, es gibt viele Klischees im Golfsport und die sind auch wirklich wahr. Und im Frankfurter Raum stimmt das einfach. und ich bin das lebende Beispiel, ich erfülle diese Klischees teilweise auch. Also diesen Song, den ich geschrieben habe. Also dieser Arbeitsvertrag, der da unterschrieben wurde, der existiert wirklich, oder? Zum Beispiel. Ne? Also es ist einfach, das muss ich auch einfach an der Stelle sagen, ihr kennt es vielleicht selbst, man macht auch viele gute Bekanntschaften im Golfsport. So, ne? Und das hat mich persönlich auch weitergebracht. Ja, das heißt, ich habe so eine Mischung aus Halbwahrheiten, Wahrheiten, Klischees, alles mal in einen Topf geschmissen und probiert das auch für mich mal zu verarbeiten. Nee, ey, es ist ein Ausdruck von Liebe auf jeden Fall an den Sport, gleichzeitig aber auch so ein bisschen so eine Aufforderung an viele, sich auch ein bisschen lockerer zu machen. Ja. Was ist denn das Klischee, wo du glaubst, dass das am meisten diskutiert, aber auch am meisten passt? Sag einfach die zweite Strophe. Sag das doch einfach. Die zweite Strophe ist doch so, passt doch ja, so genial. Ja, klar. Ich meine, das eine Klischee ist natürlich, dass die Jungs ihr Business auf dem Golfplatz machen. Ne? Das ist halt ein Klischee, was ja natürlich auch gewissermaßen stimmt. Ne? Und das andere ist halt... Ist das so? Ja. Also ja, das finde ich zum Beispiel ist ein Klischee, darüber könnte ich jetzt wild diskutieren. Ich glaube, das war mal so, aber ich habe... Also nein, es ist immer noch so. Bitte? Ja, es ist immer noch so. Ja, du machst Business auf dem Golfplatz, du bist auch Golfpro, du Vogel. Du machst jeden Tag Business auf dem Golfplatz. Ist das noch so, dass der... Ja klar, ich habe hier einen Dokumentarfilm, siehst du das? Ja, das ist das Video, ist schon klar. Nein, aber... Also ganz ehrlich, ich habe, also vielleicht ist auch meine Branche die falsche, aber ich habe jetzt auf dem Golfplatz eher noch nicht so mich nicht getroffen, um da. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Es gibt Mach also mal. Zwei Beispiele kann ich dir geben. Und das eine Beispiel ist tatsächlich bei Max oben im Frankfurter Raum, da gibt es einen Golfclub, der hat tatsächlich Business-Mitgliedschaften verkauft. What? Ja, wo es wirklich darum ging, du konntest quasi über eine Business-Mitgliedschaft Zugang zu der Gesellschaft in diesem Golfclub kriegen, um halt eben Geschäftskontakte zu knüpfen. Das zweite Beispiel, das ich dir geben kann, ungefähr 2013 rum gab es mal einen Versicherer, vor allem einen Betriebsrentenversicherer, der gezielt Jungpros angegangen ist, die Pro-Ams spielen und im Rahmen dieser Pro-Ams spielen wir ja auch teilweise mit Geschäftsführern und Vorstandsvorsitzenden und was weiß ich nicht alles und den lernst du halt eben nicht als Herr Professor Doktor irgendwas kennen, sondern Mensch, genau. Das ist Harry die alte Socke. Ja, ja so ist es, ja. Und über diese Kontakte hat dieser Versicherer versucht, seine Betriebsrenten abzusetzen. Ja, okay. Nee, das ist aber, ey, das ist, und jetzt kommt's, also, ich meine, das kann ich ja ruhig hier sagen. Es ist ja, ich bin auch vertrieblich aktiv momentan für ein Startup. Die machen das Pendant zum Carsharing als E-Lastenrad-Sharing. Ne? Ja. Also über eine App kannst du dir das E-Lastenrad ausleihen und damit deinen Einkauf, deine Kinder zum Kindergarten bringen, was auch immer. Also sozusagen nachhaltige Alternative. Und was wir machen ist, wir kooperieren mit der Wohnungswirtschaft ganz viel. Mhm. Ne, weil hier einfach eine super Synergie sich ergibt. Man kann sich direkt in die Wohnquartiere positionieren und die Mieterschaft kann sozusagen direkt dass sich das E-Lastenrad ausleihen. So, das heißt, meine Aufgabe gehört auch dazu, diese Kooperation zu schließen. Und was gibt's Besseres, wenn ich meinem Chef sage, ey Chef, ich muss dringend wieder auf den Golfplatz, weil ich habe wieder, einen Kunden, mit dem ich jetzt hier die Kooperation besprechen muss. Ja, also das ist nicht, das ist allein deswegen schon eine gute Sache. Ne, man kann auch ruhig miteinander reden. Wenn man jetzt überlegt, während einem Fußballspiel miteinander Geschäfte zu schließen, ist natürlich ziemlich schwierig, wenn man da so rumhechelt. Ja, vielleicht muss ich es mal ausprobieren. Ich versuche da immer irgendwie Golf zu spielen und kann mich dann nur auf eins konzentrieren. Nein, vielleicht bin darum ich einfach geht zu doof gar dafür. Nicht. Aber hör doch nein, auf, aber Golf zu spielen, um Golf zu spielen. Da geht es um ganz andere Dinge. Ja, ich bin mal froh, wenn ich zum Golfen komme. Vielleicht ist es egal. Also vielleicht bin ich da der falsche Typ dafür. Aber okay, also das gibt es. Das Klischee ist hundertprozentig abgehakt, als es stimmt. Genau. Ja, und ich muss ja nicht negativ sein. Ne? Ja. Also Klischee hat ja oft so einen negativen Beigeschmack, so, aber an sich ist es ja auch eine gute Sache, wenn man Leute kennenlernt. Ich glaube halt nur, dass so es noch viel mehr Menschen die Möglichkeit gegeben werden könnte,
daran teilzunehmen, an dieser Community. So, ne? Als du das Video gedreht hast, darauf muss ich jetzt noch mal kurz ein bisschen eingehen. Ich meine, spritzende Champagnerflaschen, dicke Zigarren, so die üblichen Bilder, die man halt so kennt. Pass auf, halb er hatte wahrscheinlich Frauen. Bei dem Videodreh mehr Zuschauer, als ich jemals auf dem Golfplatz bei einem Turnier. In diese Richtung wollte ich gerade. Wie hat denn da so die golfspielende Gemeinschaft drumherum so reagiert? Haben die nur doof geguckt oder haben die auch mal gefragt, kann ich mitmachen? Ja, Gerhard und Sieglinde reagiert, die von der 8 gekommen sind oder von der 6 und jetzt bei dir am Dreh waren. Ja, tatsächlich, Gerhard wollte natürlich mitmachen, ne? Der wollte sich neben mir in den Bunker setzen mit den Mädels und Sieglinde wollte natürlich sich auch langsam genau, schon dazusetzen. Klar. Ja, Gerhard hat ganz zufällig noch Sonnencreme im Bett gefunden, ne? Ja, ja. Der Gerhard. Nee, also wie, das war echt, hat so Spaß gemacht, auch die Mitglieder, die fanden das cool. Die waren da, also ich meine, muss man auch sagen, ne, bei uns auf dem Platz, die haben Loch 6 und Loch 7 für uns komplett gesperrt. An einem sonnigen Tag, wo Hochbetrieb ist, ne? Das heißt, auch Mitglieder haben dann da sozusagen die Abkürzung genommen und die waren so locker, die fanden das so cool, die haben da gestanden, haben geklatscht, ne, wollten bis sie Sekt haben. Also das war richtig cool. Ja. Also da muss ich ehrlich sagen, da bin ich stolz auf meinen Golfclub. War echt cool. Was gab's denn aus der, ich sag jetzt mal, aus der anderen Szene eigentlich für eine Reaktion aus der Rap-Szene, aus der Musikerszene, die jetzt vielleicht erstmal auch nichts mit dem Golfsport anfangen können? Weil das ist ja schon etwas im Ähnlichen, also es ist ähnlich wie früher bei dir in der Schule. Also es gibt ja dann ganz viele, die sagen, Gold, das Video ist geil, vielleicht hat Bowser sich das auch bei dir abgeguckt, kann ja sein, ist ja jetzt auch schon mittlerweile 2 Jahre her, dein Song. Was gab es denn da so für Reaktionen oder irgendwelche Anfragen? Oder hat vielleicht ein anderer Golfclub sich schon bei dir erkundigt, ob du, keine Ahnung, beim Finale des Men's Days dann mal kleines Konzert geben kannst oder so? Fände ich ja zum Beispiel geil. Das ja, stimmt, ja. Ich hoffe, wenn eine Anfrage kommt, bin ich da direkt natürlich am Start. Cool. Ne? Genau, in der Golf-Community natürlich super angekommen. Ne? Ich war jetzt auch in verschiedensten Zeitschriften, habe ich auch kleine Interviews geführt und so. Und tatsächlich, also Spotify hat ja diese Algorithmusfunktion. Ne? Das heißt, die pushen Songs, die bei einer bestimmten Community schon gut ankommen. Das heißt, dieser Algorithmus hat nicht nur bei Golfern gegriffen, sondern natürlich auch bei ganz vielen typischen Rap-Musikhörern. Ne? Und die haben das auch durch die Bank, also kam das ziemlich gut an. Ne? Ich habe dann so Kommentare bekommen, ja, ist schon weirder Flex, also in der Jugendsprache, sondern weirder Flex, so mit seinem weirder Geld. Weirder Flex, jetzt habe ich auch ein neues Wort mit dem gelernt. Geld. Das sage ich, Geld. Dann pass auf, das sage ich dann das nächste Mal, wenn ich jemanden im Training habe, boah, Alter, dein Material hat schon weirden Flex, Junge. Dann fühlt er sich zum ersten Mal von dir verstanden wahrscheinlich. Genau. Nee, also der Weirder Flex heißt natürlich, ist schon komische Angeberei, mit dem Geld von seinen Eltern anzugeben. Ne, das heißt, da kam dann die Ironie nicht ganz rüber, aber kam auch da ganz gut an. Ne? War witzig auf jeden Fall. Was machst du? Machst du immer Rap oder bist du da völlig den Genres offen oder wie man da so schön sagt? Ja, also genau, ich bin eigentlich Schlagzeuger tatsächlich, habe früher in verschiedenen Bands gespielt und dann irgendwann kam ich in die Pubertät, habe meine tiefe Stimme bekommen und dachte mir, komm, jetzt probiere ich das auch mal mit dem Rappen aus und genau, ich bin schon sehr, sehr Rap-lastig. Ich probiere mich immer mehr im Gesang, aber das ist noch ausbaufähig. Ja. Okay. Aber du bist jetzt nicht so ein Typ, der irgendwie an der Waschanlage im Golfclub steht und dann sich mit irgendwelchen Jungs aus der Mannschaft battelt oder so, ne? Also nicht, wie wir das von 8 Mile oder so kennen. Ey, du bringst mich auf gute Ideen, Flo. Muss mal so weitergeben. Ich habe so ein bisschen der Verdacht, der Flo hat heute noch was vor hier irgendwie. Oh ja, das habe ich. Ich habe nämlich. Ich habe es geahnt. Etwas vorbereitet. Es erinnert mich zwar an ein Zweitklassengedicht, muss ich ehrlich gestehen. Also das, was mein Sohn ab und zu mal vortragen darf, bevor er dann in Heimat und Sachkunde reingeht, so hört sich ungefähr das an, was ich zusammengestellt habe. Aber ich habe gedacht, naja, wenn der Max da mal ein bisschen was zusammenstellt, dann versuche ich mich auch mal mit Papier und Stift. Geil. Und da habe ich ein bisschen was zusammengestellt und ich erwarte eigentlich, dass demnächst irgendwie so Max Line featuring MC Flowmeister irgendwie was rauskommt. Also, ach du Kacke. Und das noch pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Meine Herren, genau. An was wir alles gedacht haben. Großartig.
Aber ich meine, ich überlasse es hier diesen beiden Musik, sag ich mal, Experten, wann ich denn hier meine Lines droppen kann. Ja, also ich erwarte auf jeden Fall vom Jens eine kleine Beatbox-Session. Ach du Scheiße. Ganze, schon eine Mucke, ganze, ne? Also unterlegt. Ja schon klar. Ja. Und Max, du musst dir schon ein paar Tempos zurechtlegen, ne? Nicht, dass du dann gleich hier ohne mit einer Träne und so. Okay. Wie viel Zeilen hast du vorbereitet, Flo? Es ist tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Zeilen. Haben wir so viel Zeit überhaupt? Ja, ich weiß auch nicht. Les mal erstmal die ersten zwei Zeilen vor, dass wir mal so ein Gefühl dafür kriegen. Okay. Eines Tages stieß ich auf dieses Video und da war er, Max Line, dieser Gigolo. Wow. Oh, gut. Oh, yes. Oh, wow. Oh, yes. Gut, gut. Ich suche hier gerade. Okay. Also pass auf, ich werde in diese Aufzeichnung einen Beat drunterlegen. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Da werde ich was Passendes finden. Wir versuchen da richtig jetzt einen Song draus zu machen. Aber dafür musst du jetzt tatsächlich diese Rhymes raushauen. Okay. Seid ihr ready? Moment mal. Also, wie viel Zeilen? 23. Warte mal, ich muss mal kurz die Kappe aufsetzen. 23. Und, oh, cool. Wo ist meine Goldkette? Ich brauche irgendeine Goldkette. Also T-Shirt ziehe ich jetzt nicht aus. Also was mir sowieso gerade aufgefallen ist, wieso verfällst du gleich in so einen komischen, wie sagt man? Du hast jetzt gleich so angefangen wie Bowser oder wie so gleich so in dieses, wie sagt man denn, dieser Slang, so dieses typische, ich versuche jetzt mal so den Ghetto-Sprech rauszuhauen. Ja, genau. Also, warum muss man immer gleich so, weißt du, so krass sprechen? So kurz angebunden und dann so immer so rausdrücken, wenn ich hier das am Rappen bin. Mal. Guck mal, da siehst du mal, das Rap-Game hat auch viele Klischees. Ne? Ja, absolut. Yeah. Weißt du, okay, dann versuche ich es halt anders. Eines Tages stieße ich auf dieses Video. Und da war er, Max Leon, dieser Gigolo. Das wollt ihr doch auch nicht haben, oder? Okay, dann mach ich weiter. Zeigte irgendwelchen Menschen, wie man Golf spielt und selber wusste er nicht, wie man den Schläger richtig hielt. Der Flow dieses Liedes war richtig tight, aber leider nicht sein Golfspiel. Das war ein richtiger Grind. Dennoch sah ich es bis zum Ende und empfand es als keine lahme Ente. Der Beat und die Musik hat mich echt begeistert, auch wenn ich dabei sah, wie Menschen beim Golfern scheitern. Max bediente Vorurteile und Klischees unseres Sports und sah dabei aus wie irgendwelche Kinder aus Deutschlands Horts. Wow. Okay. Wie auch immer, ich hörte das Lied 10.000 Mal und werde es weiterhören, ich habe keine Wahl. Mein Ohr will diese Beats, diesen Flow, diese Lines, diese Rhymes hören, auch wenn ich dabei alle Alarmglocken ertönen. Scheiße, das habe ich nicht gesehen. Manchmal weiß ich nicht, worauf er hinaus will und da denke ich, yo Max, chill. Du bringst in dieses Lied einen krassen Thrill, genauso wie der Meister des Lobshots Phil. Und am Ende bleibt mir nur zu sagen, Max, komm zu mir und lass dir zeigen, wie Golf geht. Ansonsten spielst du weiterhin abseits des richtigen Wegs. Mic drop. Wow. Oh yes. Doch, da ist, oh yes, boys. Da ist, oh, Potenzial. Da ist Potenzial. Safe. Da ist absolutes Potenzial. Ich würde sagen, von PE direkt auf Handicap 18 hochgespielt gerade, um in der Golfsprache zu bleiben. Also du könntest Single-Handicapper werden, auch im Rap. Bin mir ziemlich sicher. Okay. Ja, wow. Ja, ey, MC Flowmeister, ich glaube, da machen wir nochmal einen Song zusammen. Da machen wir noch was. Ich sehe da auf jeden Fall echt, ich sehe da Potenzial. Ja, geil. Ich finde wir bräuchten mal so einen Tea-Time-Song, aus dem wir auch Intro und Outro und alle möglichen Jingles und Verpackungselemente dann rausschneiden und rausproduzieren könnten. Vielleicht ist es euer Song, vielleicht wird es das einfach. Ja. So ein Podcast-Rap gibt es sowieso noch gar nicht. Es gibt noch nicht mal einen Podcast-Rap allgemein so. Vielleicht könnte das der absolute Kracher werden. Ein Podcast-Rap, okay. Meinst du, das würde funktionieren, Max? Ein Podcast-Rap, jetzt muss ich mal überlegen. Das heißt, du machst den Podcast und parallel wird gerappt. Nee, tatsächlich. Mir ist gerade eingefallen, es gibt ja Songs über Radio. Also, keine Ahnung, hier Radio Gaga. Was weiß ich was, es gibt ganz viele Songs übers Fernsehen, es gibt ganz viele Songs über Zeitungen, allgemein, aber es gibt noch keinen Song über das neue Medium Podcast. Vielleicht, okay. Vielleicht muss man da über die allgemeine neue Zeit mal was schreiben. Aber ey, das ist dann dein Job, Jens. Das ist dein Job. Du musst es ja fühlen, du musst ja die Schmerzen, das muss ja alles die Emotionen des Podcast-Seins. Genau hier muss das sein. du musst direkt aufs Blatt drücken. Okay. Wenn du immer wieder denkst, oh Mann, ey, heute ist nicht mein Podcast-Tag, dann schreibst du deinen Podcast-Rap. Yeah, heute ist nicht mein Tag und ich esse. Also mit der Stimme, das würde ich halt sowieso gerne mal hören, so mit so einer geilen Podcast-Stimme, weil du hast ja eine Sprecherausbildung gemacht, oder? Ja. Damit mal so einen Rap zu haben, das finde ich gut. Ich brauche dann noch von dir eine Rap-Ausbildung, dann können wir drüber reden. Ah jo, kriegst du. Geil. Kommst du zu mir in die Hut und dann...
In die Hut. In die Hut. Und dann auf und die Ausbildung und wird dann wirklich am Waschplatz sein, wo man sich dann erstmal eine Stunde lang disst. Was ist denn das mit deinem Waschplatz? Ist das der Platz, wo man sich so disst oder was? Weißt du, ich stelle mir das halt einfach so vor. Weißt du, so, man ist den ganzen Tag auf dem Golfplatz, macht da so sein Ding und dann gibt es diesen einen Waschplatz, der irgendwo hinterm Haus direkt neben dem Ausgang der Küche ist, neben den Mülltonnen. Und dann steht man dann so als 12-Jähriger, ne? Und dann ist da noch so eine Tonne, die da brennt. Ja, und dann geht's dann mal so richtig ab. Das ist aber auch eine geile Idee, wenn wir mal zusammen ein Turnier machen irgendwie, so ein Rap-Ding, wo auch, es gibt ja auch einige, die Golf spielen, also zum Beispiel Hausmarke von den Fantas ist Golf, habe ich glaube ich hier schon mal erzählt. Es gibt ganz viele Musiker, die gerne auf den Ball hauen. Aber dieses Jahr war ja bei der Big Green Egg German Challenge, waren die kleinen Grills als Abschlagspunkte ja gesetzt. Vielleicht brauchen wir dann so rechts und links brennende Mülltonnen in der Teebox. Ja. Oh, ja. Um gleich in die richtige Stimmung zu kommen. Geil. Und man spielt auch in brennende Mülltonnen am Schluss auf dem Grün. Oh, okay. Okay, okay. Und dann natürlich jedes Loch wird beballert mit geiler Rap-Musik. Das wäre immer mein Traum. Ein Turnier, also, auf jeder Bahn eine andere Disse. Eine andere Disse? Nee, echt? Das muss gehen, das ist der Hammer. Du gibst vorne am Abschlag auf einem iPad deinen Lieblingssong ein. Boom. Und dann läuft der, bis du angekommen bist. Also was ich auf jeden Fall machen werde, ich werde mal mit Christian Schunk sprechen von der DGS. Also ich finde, Max Lyon mit seinem Lied, wenn er auftritt beim Final Four. Oh, wie geil wäre das denn bitte? Das wäre so gut. Wenn die vier Mannschaften da sind und alle sind voll in Partylaune, die Liga ist vorbei und keine Ahnung was. Ja, Betonung liegt auf voll in Partylaune. Und dann gibt es da dieses Lied, Alter, das wäre doch einfach. Das ist die Idee der Folge. Ja klar, du musst beim Final Four auftreten. Aber nur mit brennenden Mülltonnen natürlich. Ne? Absolut, die zünd ich an. Da kannst du dich drauf verlassen. Irgendwas finde ich, was ich da anzünden kann. Und ihr MC Flohmeister natürlich als Backup. Ne? Ja, das müsst ihr aber, da müssen wir aber ganz genau aufpassen. Dr. Flohmeister ist ja in diesem Fall meistens auch als Coach dann, also der ist dann, also ich, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das müsst ihr schnell früh machen. Also am besten, ihr tretet noch vor der Siegerehrung auf, weil sobald die Siegerehrung anfängt, ist der Flohmeister schon beim dritten Bier und das ist bei ihm verdammt viel. dann wird es schon eng. Und dann ist es mit dem Rappen verdammt schwer. Er kann das Mikrofon noch halten, er kann auch bestimmt sich noch ein bisschen rhythmisch bewegen, aber der Rest ist dann, oder ja, wir machen Vollplayback. Wir machen Vollplayback, dann geht das. Achso, ja, dann bin ich quasi dein Backstage-Tänzer. Genau, genau. Ich habe ja immer Tänzerin eigentlich um mich herum und in dem Fall bist du einfach. Das macht dann ich. Oh Gott. Ich glaube, da sind auch so ein paar Kandidaten dabei, die dann gerne ihre Klamotten fallen lassen. Männliche Seite. Nicht, also, aber das beim Final Four ist, habe ich gelernt, dieses Jahr ist ja alles möglich. Man findet auch am nächsten Tag noch irgendwelche Golfkarts irgendwo auf dem Platz, die man. Genau. Zwischen zwei Bäumen war ja da so ein Graben und dann kam man da auch nicht mehr raus nachts irgendwie. Aber mehr will ich jetzt gar nicht erzählen, das soll man ja auch gar nicht erzählen. So. Das klingt gut. Ja, ja. Nee, das würde perfekt passen. Also da, Flo, herzlichen Glückwunsch. Das ist die Idee des Jahres. Ja. Da solltest du mit Christian mal Kontakt aufnehmen und dann sollte Max Lyon inklusive aller Dance Girls da die Party rocken. Das fände ich sensationell. Also wir werden auf jeden Fall auch genügend Girls vor Ort haben. Also ich glaube, darum müssen wir uns jetzt nicht so großartig kümmern. Aber er kann natürlich sein Team mitbringen. Ne? Können dann natürlich choreografisch, sage ich mal, so die Führung übernehmen. Und dann können die Mädels da so ein bisschen mitmachen. Oder wir machen vorher noch ein Casting. Oh ja, das finde ich auch gut. Tänzerin. Also was ich auf jeden Fall machen muss, weil, also ich muss auf jeden Fall für diese ganze Tanzeinlage und so noch ein paar Sit-Ups machen, weil ich bin nicht so körperlich repräsentativ. Und das ist typisch Flo. Die müssen wir dann zusammen machen, die Sit-Ups. Das ist so eine typische Reaktion. Wir reden hier von Tänzerinnen, ja, und Flo sagt automatisch, ich muss noch Sit-Ups machen, weil ich tanze ja auch. Weil mich muss man ja auch sehen, ne, ist ja klar. Wer muss die? Ja, okay, alles klar. Gut, nee, ich muss ja nur Kerze anmachen. Also ich muss ja nur Flammenwerfer haben und dann Vollgas. Nee, geile Idee, das machen wir. Final Four 2022, Max Lyon auf der Bühne und dann ich bin am Start, auf jeden Fall. Golf in der Long Version, 12 Minuten 30. Vielleicht kannst du noch 3-4 Strophen noch schnell schreiben. Tee Time. Die Players Playlist. Zum Schluss dieser sehr unterhaltsamen Folge müssen wir natürlich, wenn wir schon eine Musikfolge haben, auch unsere Players-Playlist auf Spotify mit unseren aktuellen Lieblingssongs oder mit unseren Songs, die wir gerne hören,
bestücken. Dein Song Golf ist natürlich schon drauf. Den jetzt zweimal drauf zu packen, macht überhaupt keinen Sinn. Ich zur Feier des Tages, weil ich bei meinen Recherchen über dieses lustige Bowser-Video gestolpert bin, hau den Song drauf. Also schaut euch Max Lion und Golf auf YouTube an und switcht danach gerne mal zu Bowser, was du Liebe nennst, und guckt euch mal, was der auf dem Golfplatz da fabriziert hat. Da wird auch eingeblendet, wie viel Geld er zahlen musste, was die Strafe war und wo er lebenslang Verbot hat, nochmal zu drehen, überhaupt, glaube ich, mal ein Cappuccino zu bestellen. Der darf diesen Golfclub, glaube ich, nicht mehr auch nur angucken oder keine Ahnung. Also von mir gibt's Bowser, was du Liebe nennst, auf die Players-Playlist. Was gibt's von dir, Max Lion? Ja, tatsächlich würde ich hier fast sagen, also ich mache nämlich nächste Woche release ich wieder eine neue Single. Da würde ich die natürlich drauf passen. Wie wird die denn heißen? Aufpassen? Die heißt 6-5 Wally, ist tatsächlich eine kleine Liebeserklärung an Wiesbaden. Ich bin nämlich Wiesbadener. Okay. Und, es ist eine Mischung aus kleinem Dorf, eine Liebe zu einem kleinen Dorf, ne? Weil ich jetzt tatsächlich so viele von meinen Freunden nach Berlin, Hamburg und Co. gezogen sind und ich bin hier irgendwie zurückgelassen. Genau, und das muss ich natürlich emotional wieder verarbeiten. 6-5 Wally. Wird geil. Okay. Ein Hit. Wird wieder ein Hit, wie immer. Zack. And you, Mr. MC Flowmeister. Ich bin mal gespannt, ob der schon drauf ist. Ich gehe mal davon aus, dass nicht. Kimnatize von DJ Tomic, Lil Kim und Trooper. Ist noch nicht drauf. Gott sei Dank. DJ Tomic, was ist denn mit dir los? Haben wir dich jetzt so langsam in der richtigen... Kommst du jetzt so langsam an? Weil ich komme so langsam an in der Musik, oder? Ich bin so langsam aus Fade und Draw draußen und komme in der Musik an, oder? Sehr gut. Aber wie machst du das? Wäre mal eine Frage an dich, Flo. Wie machst du das? Bist du beim Training? Hast du Mucke an? Oder machst du hier Wellenrauschen, Blätter-Sounds und ganz ruhig? Klassische Musik. Also es kommt, genau, richtig. Heiden, also manchmal wirklich Pachelbel bis Kanon in D-Major, ne? Also, oder Minor ist es. Also auf jeden Fall, Musik habe ich an, wenn ich dann einfach nur entspannt ein bisschen ausschlagen möchte. Also dieses klassische Auslaufen, das man vielleicht auch beim Fußball kennt, das dann definitiv mit Musik, um auch mal auf andere Gedanken zu kommen. Aber ansonsten, wenn ich versuche, etwas zu erarbeiten, dann ist es teilweise wirklich ablenken, weil dann wirst du wirklich deinen Fokus dort haben, wo er sein soll. Wo ich Musik auch nutze, ist vor einem Turnier oder vor einer Runde, um in die richtige Stimmung zu kommen. Ah ja. Das definitiv. Ah ja. Okay. Ja, um halt wirklich so einen Mut zu setten. Ja. Und was ist dein Mut? Mein Mut ist... Dein idealer Mut, wenn du sagst, wenn du ins Turnier gehst, das ist der ideale Mut. Weil man will ja auch nicht zu aggressiv da reingehen in die ganze Sache. Ne? Fokussiert. Fokussiert, klar. Ja. Fokussiert und vor allem, was mir wichtig ist, ist fokussiert und zu einem gewissen Grad ready to battle. Weil wenn du da rausgehst auf die Runde, dann wirst du immer mit irgendwelchen Schicksalsschlägen zu tun haben. So, das hört sich jetzt ein bisschen krass an, also ich meine jetzt nicht irgendwelche menschlichen Schicksalsschläge. Ich weiß, was du meinst, Aber du bist da draußen, du musst mit gewissen Schicksalsschlägen zurechtkommen. Oh, schon wieder die Katze gestorben, verdammt! Jedes Mal. Schicksalsschlag, ja, okay. Und deswegen meistens solche Lieder, die mich da, also Fort Minor, Where'd You Go, finde ich gar nicht so schlecht. Also das höre ich mir ab und zu mal an. Oder auch, wenn ich ein bisschen mehr Energie brauche, dann ist auch, wie heißen wir das eine? Golf von Max Line. Ja, genau, Golf von Max Line ist sowieso jetzt ganz weit oben. Aber Remedy, No Superstar, das höre ich mir auch ganz gerne. Kenn ich auch. Ja, das bringt mich so ein bisschen, oder was ich auch eine lange Zeit gehört habe, ist Lord Give Me a Sign von DMX. Ach krass, okay. Weil das auch spannend. so ein bisschen. So ein bisschen dreckig, ja, okay. Durchbeißen. Ja, genau. Aber dann willst du doch ein bisschen aggressiv sein. Also Ready to Battle heißt für dich schon, dass du auch eine gewisse Spannung hast, oder? Genau, ja, weil diese Aggressivität muss ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass du überall einen Driver ziehst. Ja. Diese Aggressivität heißt einfach nur, du bist da draußen, du weißt, rechts ist aus, links ist Wasser und du machst jetzt keinen Hosenscheißerschlag, sondern du willst wirklich einen konsequenten Schwung machen und dazu brauchst du halt die entsprechende Tapferkeit und Mut, um das machen zu können. Ja. You don't want to chicken out. Also du willst wirklich einen konsequenten Schwung machen und akzeptieren, dass der dann auch links oder rechts in den Mist gehen kann und nicht immer auf Halde spielen und einfach sagen, naja, links ist Platz, dann lassen wir den Schläger mal laufen und dann bin ich zwar nicht rechts im Aus, aber dafür links komme ich jetzt auch nicht wirklich weiter. Ja, also wirklich ready to go, ready to battle mit deinen Emotionen, mit all den Dingen dieser Golfplatz und die diese Situation dir entgegenwerfen und da einfach durchgehen. Ja, 100%. Das nehme ich jetzt mal mit. Das ist gut. Gutes Schlusswort eigentlich, ne? Absolut. Eigentlich schon, ne?
Nee, aber ich glaube, Selbstbewusstsein ist echt alles. So, das tatsächlich. Das ist auch nochmal meine Erfahrung. Dadurch, dass ich ein bisschen Abstand gewonnen habe zum Golfsport und jetzt wieder da so reinkomme und für mich Golf so ein bisschen so eine Kur, auch Kur geworden ist, ne? Nach dem Büro, dann schön mal auf dem Golfplatz, habe ich das auch nochmal gemerkt, dass so Selbstbewusstsein ganz wichtig ist, sozusagen, dass man das Unterbewusstsein so fließen lassen kann, ne? Diesen Flow, den Flow erreicht im besten Fall. Ne, und nicht verkrampft, nicht bewusst probiert zu steuern. So. Und glaub, da kann ich gut nachvollziehen. Wenn du DMX hörst und dann schön mit breiter Brust da raufgehst, ja. Safe. Cool. Und zum Ausschlagen Golf von Max Lyon, ist ja klar. Um ein bisschen zu entspannen. Genau. Cool. Max Lyon, das hat riesen viel Spaß gemacht. Nochmal danke für deine Zeit. Viel Spaß und viel Glück mit deinem neuen Release, der dann da rauskommt. Wir hauen ihn sofort raus auf unsere Players Playlist, dass das auch unsere Community gerne hört. Checkt aus seine Songs und wer Golf noch nicht gehört hat, streamt es, bis der Arzt kommt. Hört es euch an. Und Genau. auf Aber YouTube nicht das zu Video viel, sonst kann checken. ich nicht mehr streamen. Ich glaube, da ist genug Platz für alle da. Das Internet leer zu spielen, das schaffen nicht mal die T-Time-Hörer. Aber wenn wir das mal schaffen, dann sind wir wo ganz anders gelandet. Dann Ja. spielen wir jede Woche in Open Air mit Max Lyon vor 120.000 Menschen. Das könnte ja dann So nochmal ist ein es, so ist langersehntes es. Ziel für uns alle sein. Aber So wir ist arbeiten es. uns jetzt erstmal ans Final Four, würde ich sagen. Genau. Das Ne? fände ich mega geil. Und da der ein oder andere, der da etwas zu sagen hat, uns hier regelmäßig hört, glaube ich, ist diese Idee, Flohmeister, schon jetzt in diesem Moment ganz schön am Gären. Und das ist, glaube ich, fürchte ich, das wird großartig. Ich freue mich jetzt irgendwie schon drauf. Mal gucken. Also ich will jetzt auch nicht so viel jetzt hier schon wieder Blumen streuen oder so. Aber das wäre tatsächlich, glaube ich, für alle Beteiligten und für alle, die da an diesem Tag dann da sind, nach dem Final Four, die absolut richtige Nummer, um Party zu machen und dann das Finale dann auch zu einem gebührenden Abschluss zu kriegen. Auf Hey. jeden Fall, nochmal richtig und dreckig. Geben wir nochmal Gas zusammen. Richtig und dreckig. In diesem Sinne gehen wir genau mit diesen Worten jetzt raus hier. So ist es. Und wir hören uns nächsten Dienstag wieder bei Tea Time, der Golf Podcast. Abonniert uns, sagt's weiter bei euch im Club und bis dahin, Genau. Wiedersehen. Bester Ciao. Podcast. Macht's gut. Vielen Dank euch. Ciao, ciao. Schreibt uns, liked uns. Tea-time.golf. Tea Time, der Golf Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von PodEver. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.